Der FC Bayern geht mit einem neuen Trainer und einigen Neuzugängen in die kommende Saison. Das könnte auch einige Änderungen in der Aufstellung von Vincent Kompany mit sich bringen. Im Tor bleibt Manuel Neuer die klare Nummer 1, solange er von Verletzungen verschont bleibt. In der Abwehr sind Kimmich rechts und Davies links wohlgesetzt. In der Mitte werden vermutlich Upamecano und Kim vor Neuzugang Ito und Eric Dier starten. Neuzugang Palinha wird im defensiven Mittelfeld sofort starten, neben ihm könnte Youngster Pavlovic spielen. Offensiv ist Musiala gesetzt, Neuzugang Olise dürfte rechts beginnen, Sané, Coman und Gnabry müssten links rotieren. Top-Torjäger Harry Kane wird auch in der neuen Saison in der Sturmspitze gesetzt sein. Einige Spieler wie De Ligt, Coman und Gnabry gelten bis zum Saisonstart noch als Verkaufskandidaten.